am on a whole nother level. Girl, he only fought you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any ever. Do all I can just to show you it's special. Certain it's your love that holds me together. Lately, you say he been killing. Yo Leute, was geht ab? LPG wieder am Start und heute zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar geht es heute um komplett wieder was anderes. Und zwar habe ich jetzt vor, meinen Fortnite-Account zu verkaufen. Ja, es ist leider so. Ich höre jetzt nicht mit Fortnite auf. Ich will jetzt nur meinen Fortnite-Account verkaufen, weil ich benutze meine ganzen Skins gar nicht mehr. Und ich habe einfach nicht so richtig viel Bock, dass ich diese ganzen Skins hier tragen und mein Rette die Welt ist auch eigentlich nur noch zur Deko da. Also ich mache eigentlich auch nicht mehr besonders an Rette die Welt. Und da wollte ich mal euch mal zeigen, was ich so habe. Und vielleicht ist einer von euch da draußen, der zufälligerweise gerade einen Fortnite-Account sucht. Meiner ist zwar nicht billig, aber wenn ihr den kauft, also ich zwinge euch jetzt nicht, aber wenn ihr den kauft, dann werdet ihr schon ein bisschen was haben. Also wir fangen jetzt mal von der Statistik gesehen mal an. Und zwar, ich habe Solo-Siege 70, Du-Siege 73, Team-Siege 102 Siege. Konto-Level 597. Meine KD, die schaue ich mir kurz an. Ich habe eine 1,21er KD, eine 3% Win-Wahrscheinlichkeit und 256 Siege. Das war's von der Statistik her gesehen. In meinem Spind, jetzt kommen wir zu dem wunderbaren Spind. Fangen wir mal von unten an. Ich habe den Trooper hier, 800 V-Bucks. Ja, es wird kein Name eingeblendet. Nachtlicht in Schwarze. Dann haben wir hier den Ben, dann hier ein Weihnachtsskin, Taxifahrerin, dann den hier, Fußballskin, dann den hier, Tomatenkopf, Farbenbomber und Darkbomber, alle beide. Dann haben wir den Schooltrooper, den Royal Bomber, dann diesen Eisskin. Dann Marshmallow, für mich persönlich, nicht Spaß. Dann den Hasenskin, Disco Mann. Dann haben wir die Teddybär oder Kuschel, nee, das ist die Kuscheltragsbeauftragte. Dann die Sanitäterin. Dann hier der Hamburger Skin. Dann den hier, Lebkuchen. Ich habe alle 5 Euro Packs geholt, alle. Dann habe ich hier noch Valiküre, dann habe ich hier noch den Omen und dann haben wir hier noch den Oberknacker. Zuletzt haben wir auch noch den Skin hier, das ist die Spinnenfrau. Und ja, das war es jetzt mit diesen Skins, die ich gekauft habe. Jetzt zeige ich euch mal die wertvollen Skins, die ich habe. Und zwar, ich habe jeden Battle Pass gekauft. Und auch den ersten Battle Pass mit dem schwarzen Ritter. Also er ist auch wertvoll. Und ja, da haben wir hier auch noch die... Nee, achso, das ist die Funkel-Spezialistin. Das ist die... Ne, achso, das war schon richtig. Okay. Die ist selten. Und der ist eigentlich auch selten. Und die weibliche Variante auch. Das sind eine der seltensten Skins. Und ja. Dann Rucksäcke habe ich hier noch diese paar. Also ich habe auch alle 5 Euro Skins, wie gesagt, Royal Bomber. Und ich habe auch das 20 Euro Pack gekauft. Das andere, das war 40 Euro oder 30 Euro Pack. Mit dem, also die Eis-Variante von dem Raptor, die habe ich nicht gekauft, weil die mir gar nicht gefällt. Und ja, dann kommen wir mal zu den Spitzhacken. Und zwar habe ich hier die AC/DC Axt, dann hier nochmal dieses Fass, dieses, bitte Namen, Regenbogenwucht, dann Cliffhanger, komisch, warum die Namen immer weggehen, wenn ich hier drauf drücke, da Eisbote,
Leuchtstab, Sichelschläger, Spektralhacke. Keine Ahnung, ich habe keinen Bock, das jetzt vorzulesen, weil es ein langer Name ist. Dann die hier und dann die hier. Das sind die gekauften Spitzhacken, außer die hier. Aber ich finde die halt am schönsten. Und die ist halt auch eigentlich auch sehr wertvoll. Und ja, sonst die ganzen restlichen Battle Pass und die kostenlosen Spitzhacken. Eigentlich nichts Besonderes. Dann Hängegleiter habe ich einen ganz besonderen. Das ist die Frostschwinge. Das ist die wertvollste von. Also, das ist eigentlich ein wertvoller Hängegleiter, weil der legendär ist. Ich glaube, der kostet 1500, 1200 V-Bucks. Kein Plan. Normale Streifen hier. Tänze habe ich auch wieder. Besondere Tänze. Balltricks, der Wurm, Fitnessrunde, Flatterhaft, Headbanger. Der war kostenlos. Niederrang passieren, Knacks, ausgepackt, Zahnseide, auch, ich würde sogar sagen, nee, das ist der wertvollste Tanz eigentlich. Falls ich mich nicht auskenne oder falls ich irgendwas falsch sage, könnt ihr es ruhig in den Kommentaren korrigieren. Dann voll ablachen habe ich, Siegerehrung, darf nicht fehlen, sexy Schräglage, Pumpernickel, Ponyritt, auch wertvoll, nee, okay, das sind Ponyritt und Zahnseide sind und der Wurm. Sind die seltensten Tänze, würde ich jetzt sagen. Langsames Klatschen, dieses Horn, T-Pose und zuletzt der beste Tanz. Ja, dann habe ich noch sonst den restlichen Battle Pass und die ganzen Emotes oder so. Ja, dann zu den Tarnungen auch eigentlich die vom Battle Pass, alle keine extra gekauft. Die Banner, falls irgendwelche euch da draußen interessiert, auch nichts Besonderes, aber dann kommen wir mal zu meinem Rette die Welt. Da sind wir in Rette die Welt. Ihr seht schon, ich bin Level 100, also Blitzlevel 106. Und ja, das braucht auch schon ein paar Wochen, bis man auf so einen hohen Blitzlevel kommt. Es ist nicht easy eigentlich. Also schon easy gesehen, aber es dauert eigentlich sehr lange. Twin Peaks bin ich auch. Sturmschild Level 5. Brutal bin ich auch, aber da bin ich eigentlich komplett fertig. Außer dieses Event gerade, das würde ich noch machen. Dann bei Brutal Schildstärke habe ich schon 8 von 10. Zeige ich euch meine Helden. Ja, das war's mit meinen Helden. Überlebende. Dort habe ich sehr viel mythische, auch eigentlich fast voll, außer hier die paar noch, die mache ich auch noch voll. Und sonst habe ich die eigentlich auch noch gut einsortiert. Also die passen jetzt von der Statistik gesehen. Also ihr seht, Charakterzüge passend, eigentlich fast alle passend. Ja, eigentlich sind schon alle passend. Ja, die habe ich schon ein bisschen sortiert. Das Waffenlager, das gute Waffenlager. Da habe ich sehr gute Skizzen, zum Beispiel die Nocturno. Die ist eigentlich nur in dem Pack, 200, also in denen es den Pack 250 Euro Pack gibt. Von da habe ich das. Und ja, ich habe halt wirklich 250 Euro für diese Waffe ausgegeben. Schwierig. Dann habe ich noch die Trommelwirbel. Kann man keine Stats sehen, schade. War doch. Hier. Die hat keine guten Stats. Also, Nocturne hat natürlich auch voll edgy Stats. Und hat noch Wasserelement. Dann von meinen Fallen her. Deckengasfalle, volle Stats. Alles schön mit Schaden rein. Und ja, sonst die restlichen Waffen. Gewöhnlich, außer ich habe noch Müllkanone mit blauen Stats. Dann haben wir hier noch meine ganzen Nahkampfwaffen und hier meine besonderen Fallen. Also ich liebe sehr gerne Fallen.
Aber für mich ist halt Rette die Welt nichts mehr und ich mache das halt nicht so oft. Wir können gerne noch in mein Twin Peaks Sturmfeld reingehen und könnt ihr gerne sehen, wie viel Fallen ich da gemacht habe. Also ich war wirklich, ich würde mich jetzt als Profi bezeichnen, was mich angelangt im Fallentunnel bauen. Kann ich euch gerne gleich zeigen. Dann habe ich hier ein paar Waffen. Die gibt's alles da, die gibt's alles dazu. Ja moin, guter Sprachfehler. Meine ganzen Erze, also von den Materialien her. Malachit. Fallen habe ich auch ganz viele, ich habe schon mal ein bisschen vorproduziert. 155, 176 und den Rest. Hier meine ganzen Schwerter und ganzen Äxte, Klingen oder sogar hier noch den Motorhammer. Ganz besonders. Das war es auch schon in Rette die Welt. Dann zeige ich euch erstmal noch zuletzt mein Twin Peaks Sturmschild. Twin Peaks. Wie viel ich den Account verkaufe, das sage ich jetzt noch nicht. Aber ich sage auf jeden Fall, der Account wird jetzt nicht über 1000 Euro kosten. Das kann ich euch schon mal versprechen. Was ihr jetzt machen könnt, falls ihr den Account haben wollt, dann müsst ihr einfach nur mich per Instagram anschreiben und sagen, für wie viel ihr diesen Account gerne kaufen würdet. Also macht auch nicht so als Jokes zum Beispiel solche 4 Euro oder sowas. Also es muss schon über 200 Euro sein, weil unter 200 Euro geht bei mir gar nichts. Und es, also über 700 verlange ich nicht. Also es, ihr könnt bieten ab 300 bis 700 Euro in dieser Mitte, was ihr bezahlen würdet. Und der Kommentar, der am meisten, bitte, Sie haben Post. Schöne Grüße raus an derjenige, der mir gerade geschrieben hat. Und ihr könnt diesen Account kaufen und der Typ, der am meisten bezahlt, bekommt den Account halt. Weil ihr müsst halt sehen, 250 Euro allein hat schon die Welt gekostet. Nur für die Skizze. Und dann bin ich noch Level 106, habe einen Haufen weiße Materialien und ihr könnt gleich das Sturmschild von Twin Peaks sehen, wie ich das aufgewertet habe. Wenn du bereit zur Verteidigung bist, wähle am Sturmschild-Konsolenmenü Schild erweitern. Ne, der Dialog ist nur kurz, das brauchen wir nicht. So, hier sehen wir in Twin Peaks, hier habe ich schon einen Haufen weiße Metall in diese, keine Ahnung, was das sein soll. Ich habe hier ein bisschen was gebaut, damit es schön ausschaut. Und hier sind meine ganzen Fallen. Jetzt zeige ich mal die ganzen Fallentunneln und dann war es das schon mit dem Video, Leute. Thank you.
keine Ahnung, Leute, warum das hier so blau ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es liegt an dem Sturmschild hier unten. Also ich meine an diesem Verstärker, weil der ist ziemlich weit unten. Deswegen wird es wahrscheinlich hier blau sein. Und ja Leute, das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mal was ganz anderes. Ich konnte euch mit diesem Video hier zeigen, was ich alles besitze in der 3D-Welt. Und ihr habt die Wahl, diesen Account zu kaufen. Ihr könnt ihn wirklich kaufen. Es ist kein Prank oder sowas. Dieser Account wird wirklich verkauft. Ich nenne euch jetzt mal die Summen, die ich mir jetzt vorstelle. Aber wenn ihr denkt, dass ihr ein bisschen, also ich kann auch ein bisschen verhandeln, so ist es nicht. Es muss nicht genau diese Summe sein, aber ich sag mal konkret, für 500 Euro kann sich jemand diesen Account sofort gleich abholen. Sofort direkt Uhrzeit gleich abholen. Das steht schon mal klar. Weil man muss halt verstehen, ich habe 250 Euro alleine für dieses Pack gekauft mit Black Scar und habe alles, also meine ganzen Sturmschilder schon so aus wie hier, bloß in Steinwald, dort habe ich nichts gemacht, weil ich brauchte keine Fallentunnel, weil das war ja easy. Bloß hier habe ich hier meine Fallentunnel gemacht. Und ja, ich hoffe, euch hat es mit diesem Video gefallen. Und falls einer Interesse hat an diesem Account, könnt ihr euch gerne bei mir auf Instagram melden. Ja. Das war's mit dem Video, Leute. Also, es werden bald wieder Videos kommen. Ich konnte keine Videos machen, weil meine Mutter hat gerade meinen PC. Weil ihr kaputt gegangen ist und ihr PC kommt wieder Ende März. Und ich mache dieses Video nur, damit ihr die Chance habt, wenn ihr noch keinen Account besitzt oder euer Account nicht so viel wert ist, euch eine Gelegenheit, dass ihr diesen Account hier kaufen könnt. Also für 500 Euro. Kann es alles euch gehören. Oh ja. Das war's mit dem Video, Leute. Wenn es euch gefallen hat, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Peace.